ein Heiltrank. Warte mal kurz, man braucht ja nur 8, ne? Wir brauchen 8 Kerzen und 10 Goldstaub, ja. Warum kann ich die nicht? Ah, die sind Seen gebunden, ne? Ja. Questgegenstände. Das ist ein Quest-Item. Ja, es gibt ja auch Quest-Items, die man handeln kann. Ich hab mir jetzt schon wieder die ganze Zeit Nachrichten. Was soll die Scheiße? Hier rennt auch schon wieder jemand rum, der hier gar nicht rein sollte. Tut mir leid. Ich war noch gemeint, oder? Die komischen Knoops. Achso, die waren gemeint. Ja. Oh, schon wieder ein Beutel. Vielleicht schon wieder, ihr habt noch gar keinen. Ich hab einen in blau, ich hab einen in grün und ich hab einen in schwarz. Und dann noch den normalen Rucksack. Mittlerweile. Also, was so Rucksäcke angeht, da hab ich immer bei... Da hab ich immer ziemliches Glück, was Hopman angeht. Ein Heiltrank. Oh, schon wieder Goldzahn. Na, dann töten wir den halt nochmal. Kupferkerze, so. Alter, wie ihm einfach kein einziger Goldstaub droppt. Stoff mit Wille. Ja, die nehme ich. Was, Stoff? Ja, Willenskraft. Alter Junkie. Wille gibt mehr Gesundheitsregeneration und mehr Mana-Regeneration. Heißt, wir müssen uns, die Stoffies müssen uns jetzt noch mit ein paar Lacklatschen kloppen, ja? Ja. Wenn es um Wille geht, ja. Ich wusste gar nicht, dass die Idee ist, auf Wille gehen. Geht jetzt generell um Stoff und ein bisschen Wille ist da auch bei Narek halt. Seit wann? Wille ist hier noch nicht so eindeutig als Heiler dann deklariert, aber gut. Gibt ja auch Stoffteile Stärke drauf. Ja, meine Jogginghosen. Ach ja. Plastik war das. Oh, diese Lautstärke, ich muss ja auch die Lautstärke machen. Lautstärke. So, in Klassik war das ja noch so, dass der Heilpaladin nicht kein Plattenträger war, sondern Platte, Kette, Leder, Stoff, weil je nachdem, was der gerade gekriegt hat. Weil Platte war nicht unbedingt immer für Heiler gut. Hey, das heißt, du warst eine Item-Hure. Ja. Ja, auf Platten-Items war halt meistens Stärke drauf. Ja. Bis zum Moltenkor, dann gab's T-Teile. Die T-Teile waren auch für den Heiler gut. Ja, die T-Teile hatten alle Stats drauf, die ein Paladin irgendwie brauchen konnte. Also alles außer Beweglichkeit. Ah, noch zwei Goldstaub. Haben jetzt eigentlich alle die Quest fertig? Nein, ich brauch noch zwei Goldstaub. Gesundheit. Und noch ein Goldstaub. Und der Arsch hat noch Kupfer gedroppt. Wenn er mal Gold gedroppt hätte. What the fuck, wie bin ich da jetzt gerannt? Den kann ich looten. Goldstaub, fertig. Okay. Oh.
Rezept-Elixier. Ja, das ist ein Alchir-Rezept. Glückwunsch! Danke, ich habe zwar noch kein einziges Kraut hier gefunden und somit auch noch keinen einzigen Skillpunkt, aber ich habe ein Rezept. So gut ist der Gnome uns aus Maul hauen wollt. Und ich werde jetzt erstmal für eine Pause, weil ich muss jetzt rauchen und mir wieder Taschentücher holen. Na gut, dann... Dann bestelle ich mir was zu essen. Yay! Nehmen wir danach noch ein bisschen weiter auf, oder... Also ich hätte noch Bock. Gerne. Okay, dann pausiere ich die Aufnahme einfach nur. Okay, wir machen kurz Pause, wir sind dann gleich wieder für euch da. So, da sind wir wieder und wir haben uns alle mittlerweile auf einen Brunnen begeben. Und wir machen jetzt weiter. Ich hab das Bein gebrochen. Hilfe. Okay. Wir müssen zurück nach Goldheim ein paar Quests abgeben. Warum kann man eigentlich nicht in den Brunnen reinfallen? Weil Blizzard gedacht hatte, dass man dann immer Stuck machen müsste. Wie war das, die Schneiderlehre gibt's ja nicht, ne, in Goldheim. Hast du einen gefunden? Ich meine nicht, dass es dort einen gibt. Ich hab mich nicht danach umgeguckt. Ich weiß nicht, an der Stelle, wo es auf dem offiziellen Server einen Schneiderlehrer gibt, inzwischen existiert in der Classic keiner. Andererseits, mal einen Umweg. Kannst du ja auch. Ich hab da was gesehen. Erste. Kräuter. Warum folgt ihr mir, verdammt? Habt ihr schon wieder. Oh, sorry. Andererseits kann man ja auf dem offiziellen Server ja inzwischen alles werden. Da findet sie einmal ein Kraut und dann kommt ihr jemand entgegen, der sie wegfarmt. Einmal bespucken und weiter. Warum habe ich hier überall gelbe Punkte auf der Map? Obwohl hier keine Sau ist. Was soll die Scheiße? Gelbe Punkte kann auch sein, dass da Erz unter der Erde ist. Wenn die gelben Punkte ausgegraut sind, dann sind sie unter der Erde. Wenn sie so sind, dann... Nein, das sind einfach nur gelbe Punkte, aber hier ist nichts. Dann sind es die Quest-Mobs. Die Quest-Mobs? Wir haben noch gerade keine Quests mehr übrig mit Quest-Mobs. Nee, ich meine die Questgeber, bei denen du die abgeben kannst. Ja, aber hier sind keine Questgeber. Ich glaube wieder bei der Mine. Oh fuck, ist mir runtergefallen. Wo gammelst du überhaupt wieder rum? Keine Ahnung, ich bin den gelben Punkten hin, weil ich wissen wollte, was da ist. Und könnten die mal in meine Arbeitsgruppe aufhören, da die ganze Zeit reinzuschreiben? Ich meine, wir haben Samstag und wir haben 6 Uhr. Verdammt nochmal. Jasper-Mine ist oben, ne? Ah, ich hab eine Spinne gefunden. Das fies mir. Ich nenne die immer Jasper-Mine. Oh, ich muss auch zum Magierlehrer, der steht doch da oben irgendwo in der Galde. Na, ich muss auch mal wieder zum Kriegerlehrer. Da steht er ja schon, schick. Essen herbeizaubern, ui! Hey, und ich könnte heute oder morgen mal gucken, wie viel das Zugticket zu Xeno kostet. Und mir das dann schon mal vorbestellen. Blöde Ausbildung. Dann kannst du mir auch genau sagen, wann du dann ankommst. Und dann hole ich dich punktgenau dort ab. Der Grisi kann es bestätigen, ich bin fast immer pünktlich. Und wenn ich zu spät komme, dann sage ich es vorher meistens Bescheid. Ja, du bist vielleicht pünktlich, aber die Deutsche Bahn nicht. Ja, in letzter Zeit ist sie bei uns eigentlich ganz okay. Also. Ja, die Züge sind viel, viel pünktlicher geworden. Ja gut, man muss bei uns sagen, bei uns oder sonst irgendwas. Die Bimmelbahn macht ja nicht mehr die Deutsche Bahn, sondern Achilles und es ist ja privat. Ja. Hey, ich habe meine erste Bubble gelernt. Oh Gott, jetzt geht's los. Göttlicher Schutz. Ja. Bubble. Nein, eigentlich Bubble. Angstblase und Gottesschild. Gottesschild und Ruhe. Angstblase und weg teleportieren. Der hat hier noch 5 Minuten Cooldown. Ja. Bei mir hier so behindert, mit der Hand nach oben. Ich bin gerade am überlegen, was wir hier jetzt genau machen sollen, aber ich glaube, wir machen die Jaspis-Mine zuerst. Oder wir machen die Lieferung nach Sturmwind und laufen nochmal zu unseren Lehrern.
Ja. Das würde ich später machen, wenn ich mal wieder hin muss. Ich hab hier in Goldhain nämlich keinen Jägerlehrer, das ist das Problem. Dürfte ich hier erstmal zu meinem Kriegerlehrer hinlaufen? Machst du schon. Ja, ich hab mir gerade die Nase geputzt, sorry. Schneiderei. Und dann richtig schön, nur intelligent. Ich weiß, dass du das direkt herstellen darfst, ne? Sobald ich Skill 40 hab, ja. Ich bin erst bei 22. Was ist los? Ah, Moment, ich kann einen Leinstoffball herstellen. Das heißt, ich bin bei 23. Was soll ich jetzt eigentlich mit den scheiß Rüstungsplatten machen? Kannst du auf Handschuhe, auf Brust, Beine und Stiefel drauf tun, dann kriegst du für jeden dieser Sachen nochmal plus 8 Rüstung drauf. Ist wie eine Verzauberung. Ha, ich kann noch nichts Neues lernen. Ah, doch, da. Parieren. Alle 2 Level kriegst du neue Skills. Donnerknall. Das war's. Das war's. Das war's. Ich bin tot. Gesundheit. Und ich habe auch ein uraltes Siegel bekommen, was es heutzutage nicht mehr gibt, sogar das Siegel des Kreuzfahrers. Okay, was macht denn das nochmal? Angriffsgeschwindigkeit. Ah. Will nicht jemand von euch an meiner Stelle krank sein? Nee, nein, danke. Ich war letzte Woche krank, danke. Nee, danke. Ich hab's hinter mir. Ich hab nächste Woche schon meine erste Kurzarbeit und ich will zu den Kurzarbeiten immer anwesend sein, weil ich keinen Bock habe, die nachzuschreiben. Okay. Schreiben ab nächste Woche bis zur Abschlussprüfung jede Woche eine Klausur. Also ich hab das jetzt dann demnächst bald wieder genauso, nur dass ich jede Woche 2 hab. Ich finde es immer so schick, wenn Kilians Pfeile in den Wölfen drin stecken und wenn sie auf einen zulaufen, so. Wah! Ah, ich habe da oben Erz gefunden. Es dauert ein bisschen länger, bis ich komme. Ich habe einen Pfeil im Auge, aber ich laufe euch auf euch zu. Ja, Pfeil in den Knie, das ist sowas von 2014. Aber so legendär. Das ist ein Erz. Ja, ich habe auch gerade eins. Schatten, Edelstein, Kupfererz, Rohrstein. Aber wo Erze hier noch spawnen können, an welchen Stellen, ne? Ich freue mich ja schon aufs Add-on. Weil ich dann noch überhaupt nicht. Achso, der macht das neue, ne? Ja. Ne, ich wollte jetzt gerade Klassik-Rollenspiel machen. Dass ich sage, ich freue mich schon auf Burning Crusade. Das wird toll. Ja. Burning Crusade war ja auch noch toll. BOTK auch. Danach wurde es blöd. Also, ich fand Carter gut. Carter war auch noch nett, ja. Oh, aber so Pandora hätte nicht unbedingt sein müssen. War eigentlich auch nicht so schlecht. Also ich fand zumindest die ersten 2 Patches richtig gut. Also gut, da mit dem 5-4er haben sie dann ein bisschen nachgelassen. Die zeitlose Insel hätte nicht unbedingt sein müssen. Beziehungsweise wenn sie schon so machen, dann ein bisschen mehr. Bisschen dauert durch. Mit einem 2,1 DPS. Der Brieföffner schon wieder? Ja. Den habe ich schon. Auri, hier unten gibt's wieder Ads für dich. Warum kann ich jetzt nicht chargen? Was soll die Mist? Mit dem Chargen musst du ja sowieso noch sehr vorsichtig sein. Weil sonst chargst du dich mal schnell wieder aus der Hülle raus. Ja, Chrissy, du hattest da auch schon deine Erfahrungen damals mit deinem Rasenmäher. Ja, und das habe ich dann gleich 5-mal hintereinander gemacht, weil es so witzig war. Ja, also an manchen Stellen kann ich dir zeigen, wo du chargen kannst, wo du an ganz, ganz tolle Orte reinkommst. Ah,
zum Aussicht genießen zum Beispiel. Das tut dann nur immer ein bisschen weh, wenn man da wieder runter muss. Ich habe einen Einhandstreitkolben. Oder du schaffst dich einmal komplett aus deiner Dreckshöhle raus und du darfst wieder zum Eingang laufen. Weil du dann irgendwo oberhalb der auf einmal stehst. Crow, brauchst du zufällig einen 2,8 DPS Einhandkolben? Ja, ungefähr. Wie viel macht meiner? Ja, meine macht auch 2,8. Na gut. Oh fuck. Läuft mir ins Eck und dann schauen einem bloß so drei Kobolde an. Dann denkst du so, nein! Nope. Mal meine Stäbe ein bisschen skillen hier. Probiert, ja. Achievement gibt's hier noch nicht. Kannst du auch. Da jemand ein Schild mit 32 Rüstung. Bei mir sind hier zwei Erze. Und ein Blocken. In der Nähe. Ja, das eine ist da oben. Ja. Holst du dir oben das oder nimmst du dir unten das? Okay, dann nehme ich unten das. Ist auch eine Kiste. Schade, dass wir jetzt keinen Schurken da haben. Warte, ist die noch. Da hat die sich ja noch nicht verschlossen. Ah. Das können wir später alles wieder aufteilen. Oh, da ist leichtes Leder auch drin. Ja, ah, zweihändig. Kann schon nichts mit anfangen. Ich kann nichts allgemein mit anfangen. Oder Kiki, nimm du, geh du an die Kiste und hol das alles raus. Ich bin dann genau so davor. In die Aktien, aber muss ich nach Sturmwind mehr Excel werden? Oh, das obwohl ist ein Spiel. Obwohl ich sowieso auf Einhand gehe. Da hinten. Okay, die Kiste ist leer. Ja, super, ich spiele später auch mit einer. Da ist aber ein Rare-Mob, den sehe ich. Also, ich habe Wildtiere aufspüren drin, ich sehe die. Warum ist bei mir in der Dreck? Achso, die Kiste haben wir schon gelootet. Nach euch, Jungs. Oh, ich spinne. Was ist denn das Wort? Das Ikit, Ikit, Ikit. Oh, da kommt sie gleich, die dicke Mama. Nimmst du dir die, Bro? Ich spinne. Also, ja, die große. Ich bin festgesponnen, ja. Hilfe! Greif sie ja schon an. Das ist kontraproduktiv, wenn ich denke. Boah, heil durch. Ja, gut. Mein Mann ist zu niedrig. Wäre Rüstung, ja, nehme ich. Darf. Könnte mir jemand mal ein paar von den Spinnen abnehmen? Das wäre ganz nett. Wo bist du? Da. Gesundheit. Und mehr Heilung wäre nicht schlecht. Ja, ich hab kein Mana. Beihändiges Schwert. Bis jetzt noch keiner gestorben. Kilian, wie, du bist der Erste. Oh fuck. Wenn wir grünes Zeug mal gar nicht brauchen, dann sollten wir das mit dem Zaubern geben. Jo. Ja. Moment, mal ruf mich gerade wer an. Ja, ich habe im Moment noch nicht mal eine Route zu zaubern. Da ist nichts drin. Ja, die hat ja auch Chrissy schon geöffnet. Die waren mitten im Kampf. Ja, der ist hingerannt, hat sie geöffnet. Ich bin hingegangen, hab sie geöffnet und da war ein schickes Zweihandschwert drin. Was ich jetzt habe. Genau. Obwohl ich nichts damit anfangen kann. Zumindest nicht vor Level 10. Also die Quest haben wir hier auf jeden Fall schon erledigt. Warte mal, Chrissy, du hast Warte mal, was für eine Quest hatten wir hier? Oh, dann ist ich bin VZ, ja. Ja, dann nimmst du die aktuellen Zaubern. Was für eine Quest hatten wir hier? Ausspähen. Wir müssten nur tief genug in die Höhle rein. Boah, das ist so scheiße. Wenn ich Agro habe, dieses längere Kanalisieren von Zaubern. Inventar ist voll. Nur Beutel, ey. Ja, ich auch. Mein Inventar ist voll. So geht's mir auch und ich hab halt Mit Schneiderei Skill 45 oder so kannst du dann Taschen herstellen. Oh, fuck, was werf ich denn mal weg? Wird weg. Uff, kann ich nicht mehr anfangen. Darf ich diesmal mit Wille nehmen? Oh,
Hey, ich würde gerne eine Heilung oder sowas haben. Was schießt denn auch immer die ganze Zeit Agro? Hast du alles Gear gezogen? Hä? Ja? Ich sterbe. Ich bin oben lange. Wir waren mit unserem Heiler. Der ich geheilt hat, meinst du? Ja, hab ich gesehen, dass du mich geheilt hast. Ich hab nicht geheilt. Du darfst zu deiner Leiche laufen, resten kann noch keiner. Ich weiß. Ich hab gerade verpennt. Ich hab's gemerkt. Ich hab aber noch, bevor ich gestorben bin, gesagt, was ist eigentlich mit unserem Heiler? 2 Sekunden später war ich tot. Das heißt, wir bleiben jetzt hier stehen und warten, dass es sich wiederbelebt, ne? Ja. Das könnte ein bisschen dauern, ich muss laufen. Ja, wohl geht, soweit ist es nicht. Warte mal. Windskraft, was steht da in der Beschreibung? Die Gesundheit ist meiner Relation. In Kampf und außerhalb von Kampf, oder geht das nur außerhalb von Kampf? Die Gesundheitsregeneration nur außerhalb, die Mana-Regeneration allgemein. Okay.